Hallöchen, hier ist der Gusor und da seid ihr. Und zwar guckt ihr mir jetzt schön zu. Und zwar haben wir endlich, ihr werdet es gleich sehen. Gleich werdet ihr sehen. Aber ihr, also selbst wenn ihr jetzt gerade zuvor nicht hier hingeguckt habt, müsstet ihr es alleine schon hier dran sehen, was passiert ist. Und zwar habe ich mir natürlich den Barbarenkönig gegönnt. Ich habe es geschafft mit 10k Dunklem. Und ich muss echt sagen, ganz ehrlich, besonders jetzt am Anfang merkt man das echt mega mäßig. Also mit was kann man das vergleichen? Ich würde fast sagen, mit ja so 30, 40 Troops mehr, würde ich sagen, um einfach mal so einen realistischen Wert hinzubekommen. Würde ich sagen, also als hätte ich mit 30, 40 Truppen mehr angegriffen. Jetzt bin ich willkommen in Silber 1. Und finde das auch mega nice. Ich finde zusätzlich auch ziemlich cool, dass ich auch gleich den Account angewählt habe. Dass ich nicht nochmal switchen muss. Aber guckt mal rein kurz. Also die Logs, das war jetzt nicht der Oberburner. Aber gingen halt natürlich gleich ganz andere Möglichkeiten auf. Und jetzt habe ich halt eben, hier seht ihr es auch, einfach hier nochmal einen 3-Star reingeballert. Hier nochmal einen. Und dann einfach wirklich nochmal ein paar mehr Pokis, dass ich jetzt wirklich ein bisschen höher gehen kann. Dass ich so irgendwie im Bereich Gold 3, Gold 2 so irgendwo rumhänge. Ansonsten, wie gesagt, hat das mega gesplasht. Wie gesagt, als nächstes Objekt wäre auf jeden Fall... Oh, sehr geil. Ich bin so gut wie dabei. Kann ich die... Aber ich habe keinen Bock auf Gem. Nee, dann warte ich damit erstmal. Dann kann ich ja den Clan erstmal lieben, kann nochmal in Gusua Videos reingehen, dass die Videos auch wieder abgegrast werden. Und ansonsten geht das hier echt mega gut. Ich habe das erstmal nur rausgestellt, obwohl ich jetzt sagen müsste, es wäre wirklich mal Zeit für ein Speed-Build. Aber ja, wie gesagt, ich bin da eh nicht so der Speed-Builder. Erstmal gucken wir hier, wie es aussieht hier, Vorbereitung, ja. Und hier seht ihr halt eben auch noch, genau, ich wollte nochmal auf den letzten Clan-Krieg zurückgehen. Und der hat mir wirklich gut gefallen, weil, muss ich einfach mal sagen, gucken wir mal rein, Kriegslog. Wir haben verloren, aber, da müssen wir knallhart sagen, Ming hat nicht angegriffen. Ganz, ganz böse, ganz, ganz böse. Nee, ja, ich denke mal, wird da keine Zeit gehabt haben, wie auch immer. Das hätte das Quäntchen an der Waage sein können, weil, wenn wir hier mal, ich setze mich mal hier richtig hin, so, zack. Wenn wir nämlich hier sehen, ich sage jetzt mal, den Einser, theoretisch 3-Star und den Dreier ja auf jeden Fall, dann hätte das ein Unentschieden gegeben. Und das natürlich echt... Richtig scheiße, klar. Deswegen ist er jetzt auch in dem CW nicht dabei. Aber ich werde ihm deswegen auch nicht den Kopf abreißen. Wie gesagt, es ist ja immer so eine Sache von wegen Real Life geht vor, klar. Und in den anderen hat es einfach gut geklappt. Aber wie gesagt, eben so eine Aussage beim letzten oder vorletzten ging es darum irgendwie von wegen, oh ja, ich wurde gekickt, weil ich irgendwie nicht angegriffen habe. Ja, also wie gesagt, erstens nicht von mir, ich habe nicht gekickt, aber... Ja, natürlich, darum geht es ja nun mal in dem Spiel, dass man im CW halt auch angreift. Und wenn das nicht der Fall ist, naja, dann kann man sich den Rest irgendwo schenken. So sieht das halt nun mal aus. Und da hatten die anderen aber auch mega Verständnis für und sagten, die schrieben auch, naja, wo ist denn sonst der Sinn in COC? Und zwar will ich jetzt mal kurz leaven und zeige nochmal ein paar epische Angriffe. Hat bis jetzt sehr gut geklappt mit dem... Mit dem Clan, dass der Clan nicht wieder, wer weiß wie, ja, so viel dazu. Das ist nicht der. Sondern der. Jeha! Nämlich, ich wusste es doch. Ich dachte mir nämlich, naja, der Clan selber wurde ja nicht mehr so zugespammt mit tausenden von Leuten. Und das ist hier eben auch der richtige Clan. Jetzt gucken wir mal, was wir hier haben. Knapp 4 Tage. Das ist natürlich ziemlich nice.
Kleinen Moment, ich muss mal kurz reingucken. Also, 29 Loons, ein Drache, also richtig schön Balloonien. Dragon, Dragalunien. Und ja, ich sag mal wirklich gar kein Hindernis. Aber ich würde nicht von hier angreifen. Ich würde, wenn dann, weil du hast ja nur Luft. Heiße Luft, hahaha. Heißluftballon, hahaha. Und ja, wenn dann gleich Augen zu und durch, da weggeknallt. So sehe ich das. Aber gucken wir mal, was hier geht. Oh, das war schon mal gar nichts. Okay. Richtig, das passiert. Ganz genau, das passiert in dem Bereich. Und oh, jetzt, der wurde nicht mal ansatzweise genutzt. Der war einfach viel zu weit drinne gesetzt. Und dennoch schöne Max in der CB ist natürlich mega geil. Die hättest du aber gar nicht gebraucht. Aber die mit den Spells übst du noch was und dann geht das auch. Also das ist halt einfach, das ist eine Übungssache. Wenn man sonst noch nicht so krass mit Loons angegriffen hat, dann merkt man das nach und nach. Ist ganz klar, wie gesagt, bei mir go wipe. Ja? Wäre nicht anders. So. Ja, Chris, ich auch. Und ich bin mega korrekt. Ja, ihr merkt natürlich wieder mega gut drauf, ganz klar. Oh, ich lasse es, weil die Truppen eben was anderes sind halt. Das sieht nach, kleinen Moment, go wipe aus. Nein, ohne, doch, genau, go wipe. Ich wollte schon sagen, ohne Wipes. Nein, mit. Aber so ansonsten ist natürlich so von der Sache her, preis-leistungsmäßig, lohnt sich das Ding nicht. Aber gucken wir mal, wenn wir natürlich eine coole go wipe haben, zeigen wir die natürlich auch. Das hätte, also ich bin ja fast der Meinung, das hätte noch ins Auge gehen können. Der King hätte noch hier auf die Mine theoretisch gehen können. Ich hätte ihn noch ein bisschen in der Hinterhand gehalten. Aber da merke ich halt eben auch, dass das mega sich auch bei mir geändert hat. Also wirklich, ich am Anfang King gesetzt, scheißegal was war, King gesetzt und natürlich gleich geraged. Ja, und das ist natürlich doof, klar. Ja, base-technisch war hier nicht wirklich viel los, sage ich mal. Da, aber wie gesagt, ich würde wirklich jetzt zusammenrechnen und sagen, hey, ja, cool, wurde so und so, ich würde mal sagen sogar, da könnte noch ein 3-Star draus werden, weil die Golems halten noch was, wenn sie durch die Mauer kommen. Aber das lohnt sich nicht. Das ist eine Sache, wo ich dann drauf zahle. Ich meine, die Packers waren immerhin Level 2. Das weiß ich nicht. Also, klar, go wipe. 100%. Für ein CW würde ich sagen, juhu. Aber als normalen Standardangriff wären mir die Ressourcen zu wenig gewesen. Muss ich jetzt mal so sagen. Donald, der 100k ist schon weg, Mist. Joa. Bisschen Loot geht besser, aber na, ich meine, immerhin 500k sind 500k. Die sollte man dann mitnehmen. Wobei wir hier eben auch keinen inaktiven Gegner haben, wo ich auch noch fast denke, da könnte noch was aus der CB kommen. Zumal der Clan selber von demjenigen Level 3 ist, also die sind aktiv. Also der Clan eben auch. Von daher denke ich, die werden keinen einfach so mitziehen. Der wird, denke ich mal, die CB noch voll haben. Aber wie gesagt, hier muss jetzt wirklich alles passen, weil man, wie gesagt, nicht einfach sagen kann, naja gut, okay, ich nehme mal kurz Sammler und Minen weg und das war's. Sondern hier muss dann wirklich relativ viel gehen und jetzt denke ich mir, dass, wenn er Pech hat, jetzt die CB, das müsste eigentlich schon so im Bereich CB sein oder ist die echt leer?
Schauen wir mal gucken. Und gucken wir mal schau. Ich bin der Meinung, das ist, weil die CB-Range ist schon echt übel. Ah, okay, die Queen ist halt noch. Die kann noch was reißen. Und wir haben hier nur Fläche. Da sagt die Queen natürlich dann, gut, okay, das ist mir egal. Und wenn sie hier sogar noch reingeht und dann außenrum schön eskaliert, dann ist natürlich ziemlich geil. Ja, und jetzt seht ihr halt, hier, nur noch die Goldlager. Und jetzt ist halt eben wirklich der Vorteil, die killt die Goldlager und fertig. Und deswegen hat man Helden. Nur deswegen hat man einfach mal Helden. Und dann noch das, da klar, da gehen natürlich dann die Bogen gleich drauf, logisch. Aber einwandfrei. Passt. Glück gehabt mit der CB. So, Angriff mache ich nicht, weil ich, wie gesagt, erst später was bauen kann. Bitter. Dann gucken wir mal, was der Thomas da so bitter findet. Ah, okay, er hat verteidigt. Na, da sind doch garantiert Traps, oder? Nein, nothing. Ah, also Heal und dann die Riesen, das geht schon echt übel ab. Also wirklich, wenn man die Riesen healt, dann geht das schon echt megamäßig, was? Bitte auch bedenken, der Gegner ist nur, sage ich jetzt mal, Town Hall 9. Und das ganze Gold ist weg. Schon mal. Aber klar, ging natürlich, denke ich mal, in dem Fall doch eher so ein bisschen um die Pokale. Aber wenn ich dann eine Packung bekomme und dann sogar noch... Und jetzt garantiert noch hier geblitzt, oder? Nee, hat er nicht gemacht. Okay, hat er gesaved. Okay, nee, aber wie gesagt, das ist bitter. Aber da kannst du noch Glück haben, dass du nicht sogar noch einen Stern kassiert hast. Weil das war ja nur wirklich eine knappe Kiste. Der hätte ja... Danke dir, Thomas, dass du mich lieb hast. Ich guck gerade mal, ob der Gegner nicht hätte noch was blitzen können. Ja klar, die Bauhütten sind hier noch. Und die standen garantiert am Ende auch noch. Und eventuell hier auch einfach nur das Podest von der Queen. Gucken wir mal. Das ist garantiert auch nicht kaputt gegangen. Ja. Der hätte eigentlich dir noch mehr abziehen können. Da hast du noch Glück gehabt. Mit den Pokis. Da hättest du mal schön minus 10 gehabt. Hätte ich stärkere Truppen? Ja, hätte Fahrradkette. Die kennen wir doch alle. Oh, nice. Jan, lol. Ah, aber sind wir ehrlich, ganz ehrlich, man kann meckern, wie man will. Man kann sagen, hätte ich ja stärkere Truppen. Aber sind wir ehrlich, gerade in dem Bereich, wo du dich hier gerade rumtummelst, ist ja gerade dieser Loot schon megamäßig praller Scheiß. Und von daher, sind wir doch mal ehrlich, damit kannst du richtig was reißen. Von daher, komm, hey, auch wenn du nur 300k nach Hause bringst von beidem, dann ist das ja trotzdem ziemlich geiler Scheiß. Das muss man einfach auch mit dazu sehen. Und guck mal, dann seht ihr ja auch selber, er hat ja auch noch in den Lagern selber eben jede Menge drin gehabt. Von daher, ganz ehrlich, also da braucht man sich nicht ärgern. Echt nicht. Genau, wenn du 300k von beidem gekriegt hättest, und guckt es euch an, das sind insgesamt 800k. Also ganz ehrlich, da kann man nicht meckern. Da kann man nicht meckern. Echt nicht. Das ist mega praller Scheiß, auf jeden Fall. Da wäre alles andere wirklich meckern auf höchstem Niveau.
Auf jeden Fall richtig geil. 500k Loot, bloß schade, dass ich Level... Achso, Level 1. Hey, komm, läuft doch. Läuft. Sowas braucht man. Sowas braucht man. Das ist natürlich richtig geil. Was natürlich sein könnte, ist, dass du den Loot gar nicht nutzen konntest. Weil du noch so am Anfang bist, dass du den gar nicht komplett nehmen konntest. Das wolltest du bestimmt schreiben, oder? Dass ich Level 11 bin, ja. Ja, klar. Dann, hier, man kriegt über 500k und denkt sich, yeah, und man kann ihn gar nicht verwenden, den Loot. Ganz klar, gucken wir mal kurz rein. Naja, da geht noch nichts. Da geht, man denkt sich, oh, schön, alle Lager einmal voll. So, schon geil beim zweiten Klick. Ja, das ist sehr geil. Das ist auch wirklich ein Unterschied, ob man jetzt wirklich 7 Jahre geklickt hat und geklickt und geskippt und dann was gekommen ist oder ob das gleich kommt, auf jeden Fall. Aber da es Bartsch ist, klicken wir dann einfach mal knallhart weg. Also beziehungsweise machen wir es einfach mal ein bisschen schneller. Aber wie gesagt, ist natürlich echt geil, wenn man nicht wer weiß, wie lange klicken muss. Und hier auch noch leergeräumt, dann ein kompletter Nuller, würde ich sagen, wa? Yeah, einwandfrei und dann sogar noch ein 50. Juhu! Richtig geil. So, gucken wir mal. I will kick you. Das reicht nicht. Nee, das reicht nicht. Oh, geil. Sehr fett und auch... Oh, ist das... Ja, jetzt bin ich echt mal gespannt. Ist das echt möglich, dass so viel in den Sammlern und Minen ist? Also ich sag mal... Na doch, doch, das müsste alles in Sammlern und Minen sein. Alleine schon, weil die... Ah, schade. Nicht mehr Truppen. Ah, a little bit ärgerlich. Alter... Das ist schade. Das ist natürlich offiziell ziemlich schade. Wenn man dann wenigstens noch in einem fetten Clan gewesen wäre und dann zum Beispiel fette Magier dabei gehabt hätte oder sowas, das wäre geil gewesen. Pro 7 Max, na, man kann sie natürlich auch Pro 7 Max nennen. Da bin ich jetzt mal gespannt, ist ja nicht so eine normale Base, die man dann normalerweise mit Go Wipe angreift. Aber ich denke mal, Go Wipe geht überall, wenn man jetzt nicht gerade auf die Idee kommt, von links die Golems zu setzen und von rechts anzugreifen, dann sollte das eigentlich ganz gut laufen. Schön leer gemacht. Aber kommen wir auch wieder zu dem Thema, hat sich's denn gelohnt? Hat sich's denn gelohnt? Das ist das Problem. Weil wenn ihr überlegt, 3 Packers, Level 3, einer kostet 45k? Ich bin der Meinung, 45, kleinen Moment, ich guck mal kurz in mein COC selber rein. Yeah, ich weiß, ihr liebt den Sound. Ich weiß ganz genau, dass ihr den liebt. So, und zwar gehen wir mal darauf. 40. So, das sind alleine 120k, nur für die Packers. Wenn ich dann sehe, ich habe 200k gemacht. Das ist so eine Sache. Klar, cooler Raid so an sich, aber ob sich's lohnt? Ja, das ist halt eine Anfangsbase, sind wir ehrlich. Das ist halt eine Anfangsbase. King Gabriel haut jetzt mal hoffentlich richtig was raus. Oh ja, knapp 900k. Und sollte mit den Truppen eigentlich auch in dem und dem Bereich machbar sein. Klar, du hast keine Spells bei, aber von der Seite und dann... doch, doch, doch. Da sollte ein bisschen was machbar sein, wenn du dich nicht doof anstellst.
alle Truppen gedroppt. Ja, geil. Und da sieht man wirklich, wie krass das weggeht. Wie krass auf der linken Seite seht ihr es. Oh, richtig übel weg. Und unten den King halt, der da noch ein bisschen was cleart, auf jeden Fall. Ja, läuft doch. Alles Gold weg. Und jetzt sogar noch, oh, sehr geil. Da hast du sogar noch die Bogies einwandfrei. Komplett auf Null gesetzt. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Und dann sogar noch Rathaus gesnackt. Naja, was will man mehr? Super cool. Also heute haben wir es wieder hier. Heute haben wir es wieder. So, ich guck mal. Ah, ich hab ja immer 20 Minuten. Ah, nee, ich muss wieder. Ich muss. Das war's erstmal wieder. Reingehauen. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.